Jo, Leute, eine ganz weitere Folge auf dem Kanal. Und ja, das heißt mal wieder etwas anderes Video. Und zwar gibt es heute nach wirklich langer Zeit wieder ein Gegenstand-Shop-Video, Leute. Und ja, heute stelle ich auf jeden Fall den Gegenstand-Shop vom 16.16. um 3:24 Uhr in der Früh vor, Leute. Ist auf jeden Fall extrem geil. Und ja, auf jeden Fall würde ich mal sagen, wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like, eine positive Bewertung und ein Abo. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir bald die 100 Abos voll bekommen würden. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Und dann legen wir mal los. Und ja, Leute, auf jeden Fall haben wir wieder die vorgestellten Gegenstände und die täglichen Gegenstände, Leute. Und auf der linken Seite haben wir die vorgestellten Gegenstände, die aber auch schon gestern im Shop waren, Leute. Und ja, deshalb würde ich mal sagen, viele kennen die schon, aber ich werde es mal jetzt nochmal grob ein bisschen vorstellen. Und zwar haben wir hier die Fußball-WM-Skins, Leute. Und zwar haben wir erstmal die männlichen Varianten, die weiblichen Varianten. Und dann haben wir nochmal ein paar Gadgets. Und ja, auf jeden Fall haben wir bei den männlichen Varianten vier verschiedene Skins. Und zwar haben wir hier den Spitzenstürmer, den Mittelfeldmeister, den Kopfballerer und den agile Ausputzerin. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich, kommt mir vor, es wäre ein weiblicher Name, aber keine Ahnung, Leute. Und ja, auf jeden Fall könnt ihr bei Zielvorschau alles auswählen. Hier Nummer und so weiter, Flagge, beziehungsweise hier das Land. Ihr könnt natürlich die ganzen Sachen nochmal im Nachhinein bearbeiten. Hier steht auch das Zeichen. Dieses Zeichen bedeutet, dass ihr im Nachhinein noch die ganzen Stile, diese auswählbaren Stile ändern könnt. Also das Land könnt ändern, die Nummer könnt ändern und so weiter, Leute. Und ja, auf jeden Fall kostet der Skin 1200 V-Bucks, ist auf jeden Fall für diesen Preis sehr nice und gibt es natürlich nur einmal, weil die WM nur einmal in 4 Jahren ist, Leute. Deshalb würde ich auf jeden Fall zugreifen, wenn ihr auf jeden Fall ein Fußballfan seid und wenn eure Mannschaft natürlich in der WM ist, würde ich natürlich mir einen richtig geilen Skin holen. Und ja, das war's auf jeden Fall mit den männlichen Skins, Leute. Und auf jeden Fall gibt es nochmal hier die weiblichen Skins. Da haben wir nochmal die tolle Torschützin, Flankiererin, die Triple-Profi und die Spielmacherin, Leute. Sind auch wieder 4 Skins, wobei ich mir die Spielmacherin auch nochmal gegönnt habe, Leute. Ist auf jeden Fall ein richtig geiler Skin. Und ja, wie schon gesagt, Stile kann man natürlich wieder im Nachhinein ändern. Kann ich hier nochmal kurz präsentieren. Und zwar, wenn ihr hier einen Skin habt, könnt ihr hier dann bei Stil bearbeiten. Wie schon gesagt, die Nummer bearbeiten. Und dann hier ein Land, Deutschland und so weiter, Leute. Und ja, auf jeden Fall war es das dann mit diesen Fußballskins. Und dann haben wir nochmal die Gadgets, Leute. Und zwar haben wir hier nochmal 2 Spitzhacken, einen Gleiter. Und ja, auf jeden Fall haben wir als Gleiter den Tor-Gefahrgleiter. Ist auf jeden Fall ein richtig geiler Gleiter, kostet auch nur 500 V-Bucks und macht auch so einen Jubel-Sounds im Spiel drin. Den kann man natürlich jetzt hier nicht abspielen lassen, ich weiß nicht wieso, aber ich kann euch versprechen, macht auf jeden Fall richtig geilen Sound. Und für 500 V-Bucks ist es auf jeden Fall ein lohnenswerter Gleiter, Leute. Und ja, dann haben wir auf jeden Fall noch die 2 Spitzhacken und zwar haben wir Elite Töppen. Das ist eine, ja, goldene Fußballspitzhacke mit so einem Ball oben drauf. Erinnert mich auch irgendwie an einen goldenen Fußballschuh, den, glaube ich, man auch irgendwie als Weltfußballer oder Fußballer des Jahres ausgeteilt bekommt. Ist auf jeden Fall eine relativ geile Spitzhacke, gutes Konzept. Und ja, für 500 V-Bucks kann man sich natürlich auch mal diese Spitzhacke gönnen. Dann haben wir nochmal die 2. Spitzhacke und zwar ist es eine Spitzhacke um 800 V-Bucks und zwar ist es die Wufuzela, Leute. Das ist so eine Trompeten-Spitzhacke, Anführungszeichen. Die macht, glaube ich, so einen kleinen Trompeten-Sound, so einen kleinen, ja, Fußballstimmungssound. Man kennt es, glaube ich, von diesen kleinen Trompeten. Ist eine relativ geile Spitzhacke. Ihr könnt euch gerne nochmal diesen Sound auf verschiedenen YouTube-Videos oder auf verschiedenen Livestreams anschauen. Ist auf jeden Fall ein relativ geiler Sound und ja, kann man sich natürlich auch vom 800 V-Bucks gönnen. Kann ich natürlich auch noch weiterempfehlen. Und ja, das war es auf jeden Fall mit den vorgestellten Gegenständen. Habe ich nochmal ein bisschen in groben Details noch ein bisschen erklärt. Und ja, dann kommen wir auf jeden Fall nochmal kurz zu den täglichen Gegenständen, Leute. Die täglichen Gegenstände werden ja jeden Tag abgetätet. Und wir haben bei den täglichen Gegenständen wieder ein paar neue Sachen dabei. Aber ich würde mal sagen, wir beginnen gleich bei der ersten Sache. Und zwar haben wir die Todestalspitzhacke, Leute. Schaut auf jeden Fall relativ geil aus. Wir haben hier einen Totenkopf, haben wir hier eigentlich eine normale Spitzhacke. Wir haben hier, hier braun und dann hier nochmal zum ja, Schädel passend das Weiß mit so einem Knochen, könnte man sagen. Ist auf jeden Fall eine mittelmäßige Spitzhacke dafür, dass sie 15 Euro kostet, beziehungsweise 1200 V-Bucks. Ja, ist auf jeden Fall Geschmackssache, Leute. Ich würde es jetzt nicht weiterempfehlen. Für 1500 V-Bucks ist es natürlich ein bisschen wenig, Leute. Aber wie schon gesagt, ist Geschmackssache. Manche gönnen sich die Spitzhacke nicht. Und ja. Sonst würde ich mal sagen, kommen wir gleich mal zur zweiten Sache. Und zwar haben wir bei der zweiten Sache ein neues Emote, Leute. Und zwar haben wir Baltrex.
Ballsticks ist auf jeden Fall so ein Fußball-Emote, Leute. Es gab auch damals bei den Basketball-Skins das Basketball-Emote. Und jetzt gibt es auch bei den Fußball-Skins ein Fußball-Emote. Ist auf jeden Fall ein relativ geiles Emote. Und ja, kann man sich natürlich auch gönnen. Gibt es wahrscheinlich auch nur einmalig wegen der Fußball-WM. Und ja, auf jeden Fall für 500 V-Bucks kann man sich natürlich das Emote gönnen. Würde ich auch nur weiterempfehlen, weil wie schon gesagt, kann es sein, dass das Emote nur einmalig ist. Dann kommen wir zum dritten Gegenstand. Und zwar haben wir hier die Überlebenskünstlerin. Ist im Fall relativ geiles Outfit, könnte man sagen. Ist eher standardgemäß gehalten. Das heißt, wir haben eher so dunklere Farben wie hier schwarz, grau, dunkelgrau. Ja, kann man sich natürlich gönnen, wenn man hier diese Farben mag. Man hat hier auch noch auf dem T-Shirt so einen Totenkopf drauf. Und ja, ich glaube, man kann diesen Skin auch gut mit anderen Backpacks oder hier Spitzhacken gut kombinieren und kann diesen Skin auch so weiterempfehlen. Für 1200 V-Bucks ist natürlich ein sehr gutes Angebot. Und ja, wie schon gesagt, kann ich gut weiterempfehlen. Dann kommen wir nochmal zum letzten Gegenstand, beziehungsweise zum letzten täglichen Gegenstand, Leute. Und zwar haben wir nochmal den Raptor Gleiter. Der Gleiter ist, ja, wie der Raptor Skin, eher in diesem gleichen Stil aufgebaut. Wir haben, glaube ich, ein bisschen andere Farben, aber auf jeden Fall sind die zwei gut standardgemäß mit diesen Farben aber ich muss sagen, die zwei Sachen, also der Raptor Skin und der Raptor Gleiter, sind relativ gleich, auch mit den Farben. Auch hier die Farben eher Standard, also ein bisschen eher Standard gehalten, eher einfach gehalten. Und ja, für 500 V-Bucks kann man sich den Gleiter natürlich gönnen. Auf jeden Fall war es mit diesem ganzen Skin, mit den vorgestellten Gegenständen und mit den täglichen Gegenständen vom 16.06. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch auf jeden Fall ein Like, eine Pulsbewertung und ein Abo da, Leute, dass wir bald die 100 Abos voll haben. Und ja, ich wünsche euch allen auch einen wunderschönen Samstag. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Livestream oder beim nächsten Video. Haut rein. Ciao, Leute. Yo, I ain't here for the money, I ain't here.